Und da sind wir auch schon wieder mit einer brandneuen Ausgabe vom Travel Slam Between the Shows. Wir sind immer noch zu Hause, wir dürfen immer noch nicht vor die Tür, wir dürfen immer noch nicht in die große, weite Welt hinaus. Und deshalb werden wir nicht müde, euch jede Woche von einer spannenden Reise zu erzählen. Und ich freue mich sehr, zum einen, dass sie gesund wieder in Deutschland angekommen ist, zum anderen aber auch, dass sie kurz nach ihrer Rückreise gleich Zeit gefunden hat und uns von ihrer Reise, die eigentlich seit, naja, sind wir ehrlich, Juli 2018 andauert, zu erzählen. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, Svenja Radelbacht, schön, dass du da bist. Hallo, ja, danke, dass ich da sein darf. ich habe es gerade schon gesagt, also du bist tatsächlich, beziehungsweise ihr seid, seid ihr eigentlich verheiratet, Mann, Freund und du? Wir sind tatsächlich verheiratet, ja. Sehr gut. Also, dein Mann und du, seit Juli 2018 habe ich mir zumindest aufgeschrieben von eurer Homepage, worktravelbalance.de. Seid ihr fast nonstop unterwegs. Job gekündigt, Wohnung gekündigt, auf Weltreise gegangen, wenn man so will. Und jetzt aber trotzdem in irgendeinem Keller in Deutschland wieder, oder? Genau. Ja, tatsächlich im Keller, wirklich. Also man sieht, man erahnt, dass da oben irgendwo ein Fenster sein könnte. Ja, wir haben auch tatsächlich Tageslicht, aber es ist ja jetzt schon abends. Aber ja. Hier kommt auch Sonne rein. Das freut mich sehr für euch. Ja, mich auch. Und wir haben auch einen Garten drumherum. Also tatsächlich ist es alles halb so wild. Aber wo seid ihr denn gerade? Wir sind in Dortmund, also da, wo wir quasi auch aktuell offiziell wohnen. Wir wohnen bei meinem Opa. Eben gehört der Keller hier auch. Also wenn man hier ein bisschen umschwingt, ich habe das jetzt ja hier gerade extra für heute Abend so ein bisschen dekoriert, aber der ist ansonsten auch so ein bisschen anders eingerichtet. Eigentlich ist es Opas Hobbykeller. Und genau. Jetzt, während ich ein paar nette Fotos zeige von dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, das war nämlich der 12. September 2019, das ist noch gar nicht so lange her. Da bist du. Oh nee, das hätte wohl besser. Naja, ich meine, guck mal, wie ich aussehe. Wir schenken uns nichts. Ich mach schnell weiter, komm, pass auf. Da. Ja, ja. Das ist schon besser. Das ist schon besser, das ist okay. Das ist, glaube ich, auch okay. Ja, doch. Damit kannst du ganz bestimmt leben. Damit kann ich leben, ja. Das ist auch sehr charmant. Das ist generell alles sehr charmant. Also, da haben wir uns kennengelernt, Travel Slam in Köln. Genau. Ich habe hier von eurer Reise mit dem Bulli durch Nordamerika erzählt. Und ich habe es ja eben schon gesagt, ihr seid seit langer, langer Zeit unterwegs. Und das, naja, Witzige in Anführungszeichen ist ja, dass ihr tatsächlich jetzt gerade in Brasilien wart bis vor, korrigiere mich, 2-3 Wochen? Ja, 2 Wochen jetzt ziemlich genau, ja. Also okay. Beziehungsweise dadurch, dass die Rückreise ja recht lang gedauert hat, ist Brasilien so gesehen sogar, glaube ich, schon 4 Wochen eher her. Ich wollte gerade sagen, was war der Tag, und das ist ja eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte, was war der Tag, an dem ihr in Brasilien auf einem Schiff losgefahren seid, weil ihr eigentlich ja sowieso zurück nach Deutschland und nach Europa wolltet? Genau, also wir sind losgefahren am 9. März, ist das, glaube ich, gewesen, also der Montag. Mhm. Und eigentlich sind wir nur, ich glaube, 2 oder 3 Tage zu früh quasi zurückgekommen, als wir eigentlich geplant hätten. Also wir sind normalerweise, glaube ich, samstags hier angekommen und waren dann im Endeffekt, also nicht Dienstag oder Mittwoch oder so da. Von daher ist jetzt quasi unsere Reiseabbruchgeschichte durch Corona sehr verkraftbar im Vergleich zu anderen. Ja, das stimmt. Ja. Und nichtsdestotrotz war sie nicht minder spektakulär wahrscheinlich im Vergleich auch zu vielen anderen. Also ihr wart auf einem, ich glaube, Kreuzfahrtschiff, richtig? Ja, genau. Seid eigentlich relativ entspannt zurück. Ich meine, Brasilien ist jetzt gerade auch irgendwie kein Place to be mit dem Präsidenten und der nicht so genau weiß, was er da gerade tut. Und habe dann aber von dieser ganzen Eskalation der Lage auch erst auf diesem Schiff erfahren und musste dann relativ schnell handeln, oder? Ja, genau. Also generell, wir sind hier quasi nach dem Travel Slam im September, sind wir ja direkt losgefahren, sind in Kolumbien gestartet, hatten ein Auto gekauft und sind dann durch diverse Länder bis nach Brasilien gefahren und hatten das dann in Brasilien wieder verkauft und dann die Idee quasi mit dem Schiff zu fliegen, eben nach Europa zu fahren. Da bietet sich das halt an mit den Kreuzfahrtschiffen, die ja im Moment eigentlich für die Saison in Europa von Südamerika rüber transportiert werden. Da kann man dann recht günstig mitfahren. Und eigentlich wären wir, ich glaube, 2,5 bis 3 Wochen so ungefähr auf diesem Schiff gewesen. Und als wir in Brasilien losgefahren sind,
da gab es zwar schon Corona, aber zu dem Zeitpunkt waren quasi die Europäer die Bösen, die plötzlich keiner mehr haben wollte. Und es fing gerade erst so an. Also ich glaube, so ziemlich zu der Zeit, wo wir auf das Schiff gegangen sind, hat dann Argentinien somit als erstes Land in Südamerika verkündet, dass Deutsche von nun an in Quarantäne müssen oder Leute, die in Deutschland waren. Aber insgesamt war das alles noch sehr so ein Hype. Also noch nicht wirklich so dieser riesige Ernst der Lage. Ja, genau. Und eigentlich hat sich dann erst entwickelt, als ihr tatsächlich auf dem Schiff wart und die euch dann gesagt haben, pass auf, wir fahren jetzt nach Lissabon und dann guckt jetzt mal, dass ihr schnell einen Flug kriegt, weil wir lassen euch da definitiv nicht vom Schiff, sondern ihr müsst eigentlich sofort Flieger und ab nach Hause, oder? Genau, also eigentlich ist es so, man hält nochmal zwischendurch, weil es letztendlich ja doch als Kreuzfahrt verkauft wird, obwohl es ja nur so eine Überführung ist, hält man noch ein paar Mal an und wir haben auch in Brasilien noch 2-3 Mal angehalten, sind aber schon beim letzten Hafen nicht mehr von Bord gegangen, weil wir da schon gemerkt haben, am Hafen stand halt überall Presse und da waren schon so Sanitäterzelte aufgebaut und so, das sah alles irgendwie nicht mehr so richtig witzig aus. Und es sind halt deutlich mehr Brasilianer plötzlich von Bord gegangen, als eigentlich runtergegangen wären, weil die irgendwie, glaube ich, alle angewiesen wurden, so die letzte Möglichkeit zu nehmen, jetzt doch noch lieber in ihr eigenes Land, statt nach Europa zu fahren. Und dann haben wir Brasilien irgendwann verlassen, also in diesem letzten Hafen da im Norden. Und eigentlich waren wir dann, sind wir, glaube ich, 6 Tage auf hoher See gewesen, wo man ja normalerweise auch kein Internet dann hat. Es sei denn, man hat sehr viel Geld für sowas übrig. Mhm. Und irgendwann kam dann plötzlich doch Internet für alle kostenlos. Und das war dann wirklich so der Moment, wo dann eben gesagt wurde, von nun an, es geht nicht mehr nach Frankreich, sondern nach Portugal. Und die Reiseroute wurde schon mal einmal angepasst. Ganz ursprünglich sollte es nämlich nach Italien gehen. Und von Italien dann quasi nur noch nach Frankreich, von statt Frankreich dann nur nach Portugal. Und man musste Flüge buchen. Haben wir dann auch gemacht, beziehungsweise mein Bruder, weil natürlich das Internet auch nicht für alle Leute dann reichten, die dann panisch ihre Familie anriefen. Und dann hat sich das hinterher dann nochmal quasi dramatisiert, als dann wir letztlich wirklich in Lissabon standen mit dem Schiff. Und zuerst durften nur die Portugiesen runter. Alle anderen mussten, warum auch immer, erst noch 2 Tage auf dem Schiff bleiben. Also man durfte erst für 2 Tage nach dem Andocken einen Flug buchen. Mhm. In der Zwischenzeit quasi zwischen diesem ersten Tag, wo die Portugiesen gingen und bevor man dann endlich dachte, man dürfte jetzt runter, ist dann ein Corona-Fall von diesen 27 Portugiesen bekannt geworden. Von denen, die schon runter waren? Ja, genau. Es sind irgendwie 27 Portugiesen gegangen und die wurden wohl alle getestet und einer davon war dann einen Tag später klar, war positiv. Ja, genau. Und das hat dann natürlich nicht unbedingt zur Beruhigung bei den Behörden beigetragen. Nein. Also da war dann wirklich irgendwie richtig Chaos und es gab dann so eine Ansage vom Kapitän, war sonst immer sehr selten, dass man da irgendwie eine Information mitbekommen hat, dass von nun an jetzt alle sich auf ihre Kabine einschließen müssen und Die sind ja in der Regel auf so Kreuzfahrtschiffen wahnsinnig luxuriös, diese Kabinen. Ja, wir hatten tatsächlich ein Upgrade auf eine Balkonkabine. Ach, guck mal. Ja. In dem Fall kann man es vielleicht sogar noch einen Tag in Lissabon aushalten. Ja, genau. Also ich meine, wir standen jetzt auf der falschen Seite. So die andere Seite hat tatsächlich auch schön Blick auf Lissabon. Ja, gut, man kann ja alles haben. aber an sich ist es jetzt nicht so dramatisch. Wir dachten auch wirklich, wir müssten noch 2 Tage bleiben, weil wir hatten ja unseren Flug gebucht und das war jetzt irgendwie montags, als es bekannt wurde und man dann abends nicht mehr runter durfte. Und wir dachten, ja gut, dann müssen wir jetzt halt bis Mittwoch auf dem Zimmer bleiben. Und dann hat sich das aber irgendwie alles nochmal wieder durcheinander geworfen und eigentlich sollte man Informationen bekommen, die dann aber irgendwie bei niemandem oder nur der Hälfte der Leute ankamen, bei uns halt auch nicht. Weshalb wir dann am nächsten Tag durch Zufall das eigentlich auch nur mitbekommen haben, weil Eurowings heißt das, unseren Flug annulliert hat und wir daraufhin dann zur Rezeption gegangen sind und gesagt haben, was sollen wir denn jetzt machen? Die früheste Umbuchungsmöglichkeit ist in ein paar Tagen, bis dahin sollen wir ja längst an Bord sein. Und da hieß es dann, ja, wie morgen, ihr müsst doch heute vom Schiff, habt ihr noch nicht gepackt? nein. Und man muss halt dann auch sehr viele Dinge erledigen, weil in Brasilien wurden halt die Reisepässe einkassiert, das ist wohl irgendwie normal, die muss man sich dann erst wieder abholen und irgendwie verschiedene andere Sachen noch abholen, man musste sich dann Mundschutz abholen und so, also vorher war das jetzt nicht so ein Thema an Bord mit Corona, man musste sich zwar ständig die Hände desinfizieren, aber so Mundschutz und so, das war erst ab Portugal dann plötzlich, dass man das rigoros alles brauchte. Okay.
Ja, genau. Und dann tatsächlich wurden wir im Endeffekt, nachdem wir dann schnell gepackt haben, doch noch irgendwie auf irgendeinen Flieger mitgenommen, Ja. den wir an hätten Und sein sollen die ganze Zeit. wie ihr Bitte? aber auf diesen Flieger gekommen seid, das Ja. erzählst du uns am Sonntag. Wir Okay, brauchen das ja gerne noch machen. ein kleines bisschen Spannung auch. Wie sind Sie am Ende vom Schiff runtergekommen und in welcher wahnwitzigen Art und Weise wurdet ihr zum Flughafen transportiert? Das wird man auch so, glaube ich, nicht noch einmal erleben. So viel sei schon Wenn mal es mit der verraten. Berühmtheit nicht mehr klappt, dann wohl eher nicht mehr. Nee, dann wahrscheinlich nicht. Weil lass uns bitte, ich meine, das ist alles, es ist wahnsinnig spannend, Ich habe ne? dich Ich meine, vorgewarnt, das ist eine lange Geschichte. eben. Und lass uns trotzdem auch ein bisschen über schöne Dinge sprechen, nämlich über das Reisen und das, was ihr ja passioniert macht. Und zwar über ja, eure Reise der letzten 2 Jahre, beziehungsweise den Teil, den du uns auch damals in Köln beim Travel Slam erzählt hast, über Nordamerika und eure Bulli-Reise dort. Sehr gerne. So, muss einmal in die Präsentation hab und den Bildschirm teilen, ne? Ja. Sekunde. Siehst du was? Ja. Ja? Jetzt, ne? Ja. Bullshit Bingo, Travel Slam between the shows. Ich muss jetzt den Bildschirm freigeben und siehst du was? Ich mache zwei Kreuzchen. Moment. Sehr gut. Ich freue mich sehr. Sonja, schieß los. Ja, genau. Ich starte dann im Juli 2018. Da geht's los. Also der Peter, mein Mann und ich, wir haben unsere Jobs gekündigt gehabt, haben unsere Wohnung aufgelöst und ja, sind nach Alaska gestartet. Also wir hatten uns vorher Gedanken gemacht, was wir gerne alles machen wollen. Und Alaska war eine von unseren Prioritäten, die wir ausgesucht hatten. Und genau, weil da halt eben gerade Sommer war, sind wir dann da gestartet. Und ein Punkt war eben Alaska nicht einfach nur so zu bereisen, sondern das Ganze am liebsten mit einem Campervan zu machen. Ja, wir sind dann nach Alaska hingeflogen, hatten natürlich noch gar kein Auto im Auge gehabt und hatten auch vorher wirklich keine Zeit, uns zu kümmern. Und ja, wenn man dann mal sich so ein bisschen umschaut, egal ob bei den Händlern oder in den Kleinanzeigen, sind die meisten Mobile, die man findet, eher so in dieser Größenordnung. Man sieht das hier eigentlich ganz schön. Mit noch so einem Boot obendrauf und ja, gerne ist auch hinten nochmal irgendwie ein Kleinwagen auf dem Anhänger. Also das Ding hat ja echt einen Reisebus. Das war dann doch nicht ganz das, was wir uns vorgestellt hatten. Aber wir hatten Glück. In ganz Alaska stand tatsächlich ein Bulli zum Verkauf. Es waren eigentlich zwei, aber einer fuhr nicht mehr. Und bei dem haben wir dann zugeschlagen. Der war im ersten Moment auch noch nicht so ganz unser Traumauto. Also der hat wirklich übelst nach so einem nassen Hund oder so gestunken. Und auch drin war alles verklebt von den Kindern, die da irgendwie ihre Sticker oder Kaugummis und was weiß ich was gelagert haben. Aber ja, wir haben uns dann wirklich in der Rekordzeit von 4 Tagen und Nächten, muss man wirklich dazu sagen, das doch geschafft, irgendwie umzubauen. Und Wem habt ihr haben das denn natürlich. umgebaut? Ihr kanntet doch da niemanden, oder? Ja, doch, den Typen, von dem wir das Auto gekauft haben, der Dave. Ach so, Und der hat gesagt, ja, dann könnt ihr 4 Tage bei mir bleiben, baut mal dieses Ding um. ja, also wir hatten schon ein Airbnb, wo wir geschlafen haben. Und auch da hätte man sicherlich einiges irgendwie an Werkzeugen leihen und finden können. Also es war sehr gut ausgestattet, sag ich mal. Aber der Dave, der hatte tatsächlich auch so eine große Garage. Der hat auch gerne an Autos rumgeschraubt. Also hat dann auch die Bremsen neu gemacht. Das war irgendwie so Teil vom Deal und alle möglichen anderen Dinge, die man mit Autos so macht. Das war jetzt nicht so meine Hauptaufgabe. Ich habe da auch wenig Ahnung. Ja, aber ansonsten hat eigentlich das alles der Peter umgebaut. Ich habe diesen schönen Anschluss allerdings gemacht von innen. Sieht man gleich nochmal besser. Diese türkisen Farben. Ja, Und wunderbar. ja, ist wirklich wunderschön. Und ja, das ist dann quasi unsere Küche einmal. Das kann man hier so ausbauen. Das ist eine noch nicht zum Patent angemeldete Konstruktion. Das ist ein bisschen problematisch, weißt du, weil sonst entweder Haus unten vor oder in der Mitte, aber mit diesem Doppel einklappt, klappt das dann ganz gut. Das Schlafzimmer. Die Lichterkette stammt auch aus meiner Hand. Schlafzimmer mit Ausblick. Ein Badezimmer haben wir auch dabei. Ja, und das ist dann quasi einer von vielen schönen Plätzen. Das ist tatsächlich einer unserer allerersten Campingspots in Alaska.
Und man sieht jetzt im Hintergrund noch ein paar andere Autos. Wenn man denkt, das wäre immer so, dann ist das eine große Verschwendung. Und tatsächlich war es eigentlich so, dass wir die meiste Zeit wirklich immer absolut alleine in der Wildnis waren. Und, Sag mal den letzten Satz bitte nochmal, da war der Ton ganz schlecht. Wenn man jetzt denkt, das sieht immer so aus, dann? Ja, wenn man jetzt denkt, das sieht immer so aus, dann ist es tatsächlich eine Täuschung, weil normalerweise haben wir wirklich sehr, sehr selten mit anderen Leuten zusammengestanden, waren doch die meiste Zeit irgendwie einsam in der Natur unterwegs und ja, haben uns da eher nach sozialen Kontakten ab und zu mal gesehnt. Ist das denn in Alaska wie zum Beispiel jetzt auch in Schweden, dass du einfach überall stehen kannst und gut ist? Jein, also können schon. Gut. Dürfen. Also es gibt tatsächlich ab und zu schon mal Stellen, wo man sieht, dass Camping verboten ist. Aber wir haben das jetzt so interpretiert, dass es an den anderen Stellen dann erlaubt ist. Das ist sehr vernünftig. Pragmatisch würde ich es fast nennen. Ja. Also tatsächlich hinterher für die anderen Teile in den USA haben wir uns da ein bisschen besser informiert. Und da ist es dann oftmals so, dass es in National Forest im Normalfall erlaubt ist. Für BLM-Land, das ist irgendwie, keine Ahnung, irgendeine andere Verwaltungsart. Und noch eine dritte Sache, auf die ich gerade nicht komme. Und was es meistens auch noch geht, das ist immer so eine Notlösung, ist der Walmart-Parkplatz. wenn man mal doch nicht so schön in der Natur unterwegs ist, sondern irgendwo einfach mal zwischen zwei Orten übernachten muss und nichts Besseres findet, ist das tatsächlich immer eine ganz gute Option. Vor allem, wenn man wie wir keine eigene Toilette hat, dann kann man da doch ganz gut die Services im Supermarkt nutzen. Und die freuen sich auch, wenn man da morgens sein Frühstück kauft. Also im Normalfall ist das ganz okay. Und tatsächlich auch diese Riesenmobile von dem ersten Foto, die parken da auch. Also die campen da teilweise mehrere Tage. Auf dem Walmart-Parkplatz. Ja. Gut. Wenn man so viel Geld für so eine teure Kiste ausgibt, dann... Wenn man sein Geld schon in das Auto gesteckt hat, dann muss man halt woanders sparen, ne? Dann muss man halt da parken, das ist voll okay. Ja. Ja, aber ganz, ganz oft mussten wir es tatsächlich dann zum Glück nicht. Wir haben da wirklich oft sehr, sehr schöne Spots gefunden. Ja. Genau, und grundsätzlich ist Alaska einfach wirklich wunderschön. Ich habe hier einfach mal so eine kleine Zusammenauswahl, Ausschnitt an Fotos gemacht. Das in der Mitte ist auch einer von meinen Lieblings-Camping-Spots. Das ist tatsächlich der einzige offizielle Campingplatz, wo wir in Alaska gewesen sind, weil man dort am Strand nirgendwo wild campen darf und auch wirklich alles sehr, sehr gut ausgeschildert ist mit Verbotsschilden. Und also für mich ist es einfach wirklich einer so der schönsten Fleckchen Erde, muss ich sagen. Also sehr schön auch für Outdoor-Aktivitäten, Wandern. Hier rechts ist der Into the Wild Bus. Muss ich wahrscheinlich auch gar nicht groß erklären. Also von aus der Geschichte und dem Film kennen die meisten das ja. Der steht tatsächlich auch in Alaska, wobei das jetzt hier eine Nachbildung von dem Film ist. Also der ganz Original-Original-Bus steht noch wirklich da, wo das Ganze auch stattgefunden hat. Mhm. Da wir aber im August da waren, und man einen Fluss überqueren muss, haben wir das nicht geschafft, weil sonst wären wir wahrscheinlich genauso dann da stecken geblieben und verhungert, denn im August ist ja halt super viel Gletscherwasser, was auch dazu geführt ist, dass diese ganze Geschichte so tragisch geendet hat. Genau. Ein Highlight wollte ich erzählen von Alaska, und zwar ist Alaska ja auch für seine Tierwelt bekannt und insbesondere für die Bären. Und wir hatten zwar auch wirklich in den ersten Tagen beim Autoausbau schon mal Bären gesehen gehabt und auch generell sehr, sehr gut über die ganze Bärensituation beim Wildcampen und so vorher informiert. Und an diesem Campingplatz, den ich gerade gezeigt habe, da am Strand, da war es dann so, dass plötzlich überall Bärentouren angeboten wurden. Und man sah halt überall immer diese Wasserflugzeuge. Und ich wollte schon immer mit so einem Wasserflugzeug mal fliegen, also diese, so von Captain Baloo. Ja, genau. Ja. Und tatsächlich war das alles unheimlich teuer, aber wir haben dann doch nochmal irgendwie ein paar Meter außerhalb des Touri-Hotspots jemanden gefunden, der das Hälfte anbietet und haben direkt zugeschlagen und sind dann mit so einem Wasserflugzeug in die Wildnis geflogen. Also das ist eben der Vorteil, dass es einfach auf irgendeinem See landen kann. Und da steht dann schon so ein kleines Paddelboot bereit. Und tatsächlich ist das ungefähr vielleicht 3 oder 5 Minuten, nachdem wir auf diesem Boot saßen, dass wir da diese Bärenmama mit ihrem kleinen Bärenbaby gesehen haben, die dann echt nur wenige Meter entfernt da vorbeispaziert sind. Und ist einfach absolutes Highlight gewesen, also wunderschön. Und die stört es auch
Scheinbar überhaupt nicht. Also man weiß es natürlich im Endeffekt nicht, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie da irgendwie groß in Aufruhr waren oder so. Das war echt ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Also hier sieht man nochmal, das sind zwei, wir nennen sie immer die Bärenbrüder, weil die im Wasser so am Raufen sind. Die sind auf jeden Fall noch sehr jung gewesen. Der hingegen ist ein bisschen weniger gut dran. Den konnte man echt schon lange beobachten, dass er versucht hat, im Wasser so einen Fisch zu fangen, was ihm nur so semi-gut geglückt ist. Also, aber im Endeffekt hat er wirklich gar keinen gehabt. Was dann irgendwie umso peinlicher war, weil nebenan waren halt Angler und die haben wirklich im 20-Sekunden-Takt den Lachs daraus gesammelt. Das ist nämlich der Grund, warum man da so gut die Bären gerade sehen kann im August, weil die halt alle dabei sind, den Lachs zu fangen, also sich den Zinsabspeck anzufuttern. Und ja, es ist halt eben die Zeit, wo die Lachse zurückkommen, um zu laichen. Ja. Ja, genau. Aber so jetzt beim Campen oder so, wenn ihr da mit eurem Bulli irgendwo in der Wildnis standet, habt ihr keine Bären gesehen oder keine Begegnungen gehabt? Jein. Also wir hatten einmal, dass wir das gesehen haben, dass nachts ein Bär da war, weil in einem Lagerfeuer gewühlt wurde. Also das hat man eindeutig gesehen, dass da Spuren waren und auch ein bisschen Bärenkacke. Und wir haben beim Autofahren zwischendurch auch mal welche gesehen gehabt, die dann irgendwie gerade schnell über die Straße gelaufen sind oder so. Beim Wandern müsste ich jetzt gerade mal überlegen, ja, vom Weiten, ja. Aber jetzt so wirklich, dass einer irgendwie ans Camp direkt gekommen wäre, als wir gerade gekocht oder gechillt haben oder so, das ist zum Glück nicht. Also wäre auch nicht so gut. Ja. Nee, eben drum, frage ich. Ja. Genau. Ja, und tatsächlich habe ich sogar einen Fisch so mehr oder weniger gefangen. Also ich dachte, mir wurde die Angel so in letzter Minute so in die Hand gedrückt, so hier, zieh dran, dann hast du auch einen gefangen. Ich dachte, dir wäre in letzter Minute der Fisch noch schnell in die Hand gedrückt worden, aber... Ja, ja, also das Lächeln ist auch so ein bisschen... Naja, du hast schon befreiter gelacht, auf jeden Fall. Ja, ja, genau, es war ganz super. Es war auch wirklich halt super kalt, also du siehst ja, es ist nicht die ganze Zeit. Aber tatsächlich war das umso schöner, weil wir konnten den Fisch dann hinterher auch mitnehmen. Also der Typ, der da auf dem Boot war, der hatte die ganze Truhe schon voll. Und das war natürlich auch für uns schön, weil in Alaska sind Lebensmittel wirklich extrem teuer. Also man weiß ja, in den USA ist es generell schon teurer als in Deutschland, aber da ist es ungefähr echt nochmal das Doppelte. Und so haben wir wirklich, ich glaube, 3 Tage lang rund um die Uhr nur frischen Lachs gegessen. Das war dann schon mal eine schöne Abwechslung. Genau. Und wenn man was Leckeres zu essen hat, bleibt man natürlich auch nicht so lange alleine. Die haben wir immer viel gehabt. Also direkt am Camp in jeglicher Form. Die sind auch manchmal wirklich in den Bulli reingekommen, wenn du nicht schnell genug warst, die zu verscheuchen. Okay. Ja. Aber die sind weniger gefährlich. Ein bisschen weniger, ja. Aber die bauen dir schon das Essen. Hier ist nochmal ein Bär, das ist jetzt allerdings ein Schwarzbär, das andere waren vorher Grizzlybären. Das ist aber schon in Kanada. Der ist wirklich tatsächlich auch so recht nah im Camp Neil gewesen. Ja, streiten sich die Leute auch drüber, welche im Endeffekt jetzt die gefährlicheren sind. Also man muss sich ja unterschiedlich verhalten, je nachdem, ob man jetzt einen Grizzlybär trifft oder einen Schwarzbären. Bei dem einen musst du dich verteidigen, bei dem anderen solltest du lieber weggehen. Deshalb ist es wichtig, die unterscheiden zu können, denn tatsächlich ist es so, dass die Schwarzbären nicht immer schwarz sind und die Braunbären auch nicht zwingend braun sind. Das ist gar nicht so einfach. Also du musst es dann an der Schnauze und am Rücken erkennen. Na gut, da sollte man sich vorher informieren, auf jeden Fall. Ja, genau. Hier ist nämlich auch nochmal ein schönes Beispiel. Das ist jetzt im Denali-Nationalpark in Alaska. Das ist so der Nationalpark dort. Und ja, es ist jetzt recht weit weg, aber du siehst da vielleicht diese kleinen weißen Punkte rechts unten. Das sind keine Eisbären, sondern tatsächlich auch Grizzlybären. Die sind in dem Fall, also Braunbären. Die sind aber eben nicht braun, sondern blond. Was daran liegt, dass sich die Bären in dem Park vorwiegend vegetarisch ernähren und deshalb so ein helles Fell haben. Ja, wie ich. Genau. Und hier, das ist auch dann so das letzte Bärenbild, sag ich mal, wo es noch mal ein bisschen weniger friedlich war als auf dem Boot an einem Campingplatz. Da sind wir wirklich in letzter Minute hingekommen. Und also das ist schon nicht mehr in Alaska, sondern in USA unten quasi, in den Lower 48. Da hatte gerade tatsächlich ein Bär ein Zelt überfallen. Also es war so ein bisschen so unser Glück in andere Leute Unglück, kann man sagen. Also es ist niemandem was passiert, das Zelt war leer.
Aber tatsächlich haben wir, weil Hauptsaison war, eigentlich nur noch einen Stellplatz bekommen, weil eben dieses Zelt überfallen wurde. Deshalb mussten alle Zeltleute jetzt den Platz verlassen. Und so war halt für unser Auto ein Platz frei. Ja, und man war da schon sehr, sehr beunruhigt, weil das wohl eine neue Dimension nochmal ist, laut Rangerin, dass ein Zelt, also dass ein Bär ein Zelt überfällt, was halt leer ist. Und ja, auch irgendwie kein Essen oder sonstige Geruchsdinge in sich hat. Okay. Genau. Aber das auch zu dem Thema Bären. Also wie gesagt, wir haben keine schlechten Erfahrungen gehabt. Zu uns waren sie immer nett und freundlich, haben Abstand gehalten. Alles super. Ja, es ging ja noch weiter. Nach Alaska ging es in den Yukon. Das ist quasi so eine der sehr einsamen Regionen in Kanada. War mal deutlich stärker bevölkert während des Goldrauschs. Da sieht man auch immer noch wieder so verschiedene Überbleibsel von. Also tatsächlich gibt es ganze Städte, die so ein bisschen so aussehen wie so eine Filmkulisse. Es ist wirklich ganz schön. Ist allerdings auch relativ eintönig nach einer Zeit, weshalb wir dann froh waren, als wir irgendwann so ein bisschen weiter unten in Kanada waren. Das ist jetzt hier im Jasper National Park, also auch einer der großen bekannten Parks in Kanada, der auch relativ voll dann ist im August. Und ich glaube, das ist so das letzte Bild, wo man so eine schöne Aussicht genießt. Denn tatsächlich hat es letztes Jahr, nein, vorletztes Jahr, im Sommer extrem krasse Wildbrände gegeben. Also so wie es dann wirklich 2019 eigentlich ja, man das so aus der Amazonas-Region gehört hat, was 2018 in Nordamerika, also es hat eine Rauchwolke bis nach Texas gegeben. Und ja, es hat einfach wirklich alles gebrannt. Also auch hier sieht man, normalerweise hätte man jetzt hier ein schönes Bergpanorama. Auch so ist es natürlich ein wunderschöner Campingspot. Aber man sieht halt eben, das ist alles eigentlich total rauchig. Also wir haben an manchen Tagen die Berggipfel nicht gesehen. Man konnte mit einem bloßen Auge in die Sonne gucken und es war einfach nur wie so ein Vollmond sah es halt aus. Also du hattest jetzt nicht irgendwie, dass es dich geblendet hat. Also es war ganz, ganz merkwürdig. Also auch ein bisschen traurig irgendwo. Also vor allem für die Leute, die nur kurz da waren und halt wirklich kaum was sehen konnten. Aber ihr wart jetzt nicht nah dran oder seid jetzt vor denen geflüchtet, sondern man hat es halt einfach nur gemerkt, weil es eine unglaubliche Rauchwolke war. Ja, also hier, das ist so das Nächste, wie wir dran sind. Okay. Ne? Also hier, ich weiß nicht, ob man sieht, es brennt da an der Stelle ja wirklich. Das ist jetzt nicht nur Rauch, sondern da unten ist schon, sind schon auch Flammen. Aber es war jetzt nicht, dass es für uns persönlich irgendwie gefährlich sind, dass wir irgendwie schnell wegfahren mussten, aufs Gas drücken oder so. Aber es war schon, wenn man auf diese Karten guckt, haben die so Controlled Fires und Out-of-Controlled Fires. Das ist dann teilweise schon kritisch gewesen für viele, ja. Genau. Hier sind wir zurück in Utah. Noch immer sieht man so ein bisschen, das Ganze ist recht trüb, trotzdem nicht weniger schön. Und sind dann noch kreuz und quer eigentlich durch Wyoming, Montana und was weiß ich, bis in die Mitte der USA gefahren. Das ist jetzt hier der Yellowstone National Park, auch eins so der absoluten Highlights an Geysiren und vulkanischen Aktivitäten. Sind dann aber doch irgendwann wieder zurück an die Küste von Oregon, weil, ja, wie das so ist, irgendwie das, was man eine Weile lang hat, dann will man doch irgendwie wieder was anderes haben. Und wir hatten jetzt 2 Monate lang Berge gehabt, was auch wunderschön ist, aber irgendwie war dann doch wieder der Drang nach Meer da. Und ja, hat sich gelohnt auf jeden Fall. Oregon ist dann auch wirklich wieder so ein ganz anderer Staat, also alles so sehr hippie-mäßig. Man sieht mich da unten rechts. Pilze hat uns vorher einer geschenkt gehabt, der die gesammelt hat. Also generell sind solche Sachen sehr viel passiert. Wir haben uns dann auch so ein bisschen angepasst, haben irgendwie überall Beeren gesammelt und so, die einfach super angeboten hat. Und man sieht plötzlich halt auch wieder überall jüngere Leute, Leute, die auch mit dem Bulli rumfahren. Es waren noch viel so wirklich so Alt-Hippies mit so einem langen Bart und die dann irgendwie von den 68ern erzählen. Und ja, es war ganz interessant. Das ist auch eins so für meinen absoluten Highlights, der Crater Lake National Park, auch in Oregon. Wird jetzt langsam schon ein bisschen frischer. Ja, und eigentlich sind wir dann wirklich weiter kreuz und quer durch die USA. Ich fahre ein bisschen schneller hier durch. Das ist jetzt schon eher so ganz im Südwesten, kann man sagen. Auch da wirklich wieder super, super schöne Natur, tolle Campingplätze, mehr oder weniger offizielle. Und ja, tatsächlich haben wir dann irgendwie, ist das so ein bisschen ausgeartet in unserer Route. Wir hatten ja keine richtige Reiseroute, aber wir wussten, wir wollen jetzt schon so weiter nach Mexiko. Haben uns dann aber doch entschieden, ja, wenn wir schon so nah sind, dann fahren wir noch hier hin und noch dahin. Und irgendwann waren wir dann so, ja, wenn wir schon mal da sind, dann fahren wir nach Texas, weil wir fahren uns sicherlich nie wieder sonst nach Texas. Haben dann also den Umweg auch noch gemacht und gesagt, dann fahren wir halt unten rum nach Mexiko rein.
Und ja, standen auf dem Campingplatz, irgendwo im Nirgendwo. Und ja, tatsächlich habe ich dann am nächsten Morgen versucht, ganz normal Auto zu starten. Wir wollten nach Austin fahren, was ja auch eine sehr coole Stadt sein soll, die sich dann später auch bestätigt hat. Ja, aber irgendwie sprang das Auto zwar an, und es war ein Automatikwagen, und wie das halt so ist, du drückst aufs Gas und dann schaltet der irgendwann, wenn du schneller fährst, vom ersten, zweiten Gang, vom zweiten, dritten und so weiter. Und irgendwie passierte nichts. Also der Motor wurde einfach nur extrem ungesund laut. Und dann habe ich das Fenster aufgemacht, um mal zu gucken, was los ist, beziehungsweise wollte es aufmachen, weil plötzlich ging auch nichts mehr an Elektronik, also keine elektrischen Fenster, kein Radio, kein, weiß ich nicht, Lüftung, irgendwas. Ja, und dann sind wir noch im ersten Gang, das ging ja, zu McDonald's gerollt, da hat man wenigstens Wi-Fi und Toiletten und alles. Und haben dann beim AAA angerufen, das ist so der amerikanische ADAC. Und ja, ein paar Stunden später kamen die dann auch tatsächlich und haben uns abgeschleppt. Das Problem war jetzt so ein bisschen, dass wir ja ein VW haben. Also das ist ein VW T4. Und das ist in den USA und insbesondere in Texas jetzt nicht unbedingt so das allergängigste Auto. Also gerade in Texas, ja, sind das dann doch eher so amerikanische, größere Monster-Truck-Formate. Ja. Und wir haben wirklich den ganzen Nachmittag telefoniert, um eine Werkstatt zu finden, die Elektronik auslesen kann oder irgendwie mit VW oder Getrieben sich auskennt. Und der AAA schleppt einen halt nur 200 Meilen ab. Und ja, irgendwann haben wir dann tatsächlich eine gefunden, die sagte, sie könnte zumindest irgendwie mit automatischem Getriebe umgehen. Und haben uns dann dahin ziehen lassen, ins weltberühmte Abilene. Und natürlich passiert sowas auch immer Freitagnachmittag. Das heißt, am Montag ist dann frühestens, dass man draufschauen kann. Ja. Und bis wir dann dahin kamen, war es natürlich dann auch schon dunkel und alles hatte zu. Aber wir haben dann glücklicherweise mal rausgefunden, dass wir ja diese Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen haben, einfach weil wir dachten, in Alaska würden wir das brauchen, dass man sich mal 200 Meilen abschleppen lassen kann. Aber diese Premium-Mitgliedschaft hat auch noch viele andere Vorteile, nämlich zum Beispiel bis zu 96 Stunden Hotel und Verpflegung bis zu 1500 US-Dollar. Perfekt. Genau. Deshalb haben wir uns dann fürs Hilton entschieden. Und ja, also wie man das halt als Backpacker macht. Ja. Und einmal im Jahr. Genau. Im Jahr, im Monat, nein. Also war tatsächlich mal eine nette Abwechslung, so mit warmer Badewanne und so. Wir hatten ja vorher am Anfang gesehen, meist unsere Campingdusche dabei, die sich so mehr oder weniger warm aufwärmt. Mhm. Und ja, konnten schön essen gehen, und sofern man das in Abilene nennen kann. Und das Blöde war dann nur, dass wir dann am Montag tatsächlich bei der Werkstatt waren und die haben sich das Getriebe angeschaut und es war ein Totalschaden. Und jetzt hätte man ein neues Getriebe gebraucht. Ein neues Getriebe kostet aber irgendwie 4.000 Dollar. Aus Deutschland schicken war auch nicht billiger. Wir haben in Mexiko noch rumtelefoniert, weil wir dann überlegt haben, vielleicht könnten wir im ersten Gang bis nach Mexiko fahren. Da sind die Arbeitskosten geringer. Aber in Mexiko, die Werkstätten, mit denen wir gesprochen haben, die haben das auch nicht geschafft, ein Getriebe für günstiger aufzutreiben. Und ja, nachbilden war auch irgendwie eine ähnliche Preiskategorie. War alles doof. Ja, wir haben uns dann entschieden, dass wir eigentlich keine Chance haben. Wir müssen jetzt entweder Notverkauf machen oder irgendwie auf ein Wunder hoffen. Und haben dann erstmal das mit dem Wunder angegangen und haben das Auto dann dienstags abgeholt, um unsere 96 Stunden natürlich erstmal auszukosten. Und ja, und sind dann, haben überlegt, also wir haben das schon vorher so ausgerechnet gehabt, wie lange es noch bis nach Austin dauert, kilometertechnisch, wo wir eigentlich hin wollten. Normalerweise wäre das so eine Sache von 2 Stunden gewesen, vielleicht 3. Und wir hatten uns abends auch schon verabredet gehabt und sind dann extra früh aufgestanden, weil wir gedacht haben, okay, bei 30 km/h brauchen wir ungefähr 10 Stunden. Und haben das Auto von der Werkstatt abgeholt und sind einfach mal losgerollt und haben so probiert, okay, vielleicht kann man ja auch 40 fahren, 40 ging auch noch, vielleicht kann man auch 50 fahren, 50 geht auch. Und tatsächlich ging dieses Getriebe plötzlich wieder. Und keine Ahnung warum, also es war auch nicht so richtig von Dauer, aber wir sind tatsächlich dann doch in so einer relativ normalen Zeit in Austin angekommen. Tatsächlich hatte sich auch so oder so noch keiner gefunden bisher, der das Auto kaufen wollte, aber wir hatten die Anzeigen einfach mal online gestellt für Austin und San Antonio. Und tatsächlich meldete sich dann plötzlich jemand aus San Antonio. Und Peter hat mir es erst so 2 Tage später gesagt, dass er da so eine komische SMS bekommen hat, weil er auch dachte, dass es Spam war und es nicht beachtet hat. Von jemandem, der sagte, ja, ich kenne das, ich hatte auch mal einen VW, der hatte das auch.
ich kann dir das reparieren, aber bring mir ein Sixpack-Bier mit. Ein was? Und ein Sixpack-Bier. Ah. Als Bezahlung. Mhm. Ja. Und ja, wir hatten, waren dann erst recht kritisch, haben aber doch mal irgendwie mangels Alternativen den Typen angeschrieben. Und es hat sich dann auch herausgestellt, dass er auch bei Couchsurfing sehr aktiv ist und da gerade so ein Treffen, so ein Monatstreffen arrangiert. Und das ist auch dann, wenn wir da sind und wir sollen einfach ein bisschen früher kommen und da gucken wir mal. Und ja, dann sind wir da hingefahren und haben mit ihm gequatscht. Der hat dann so eine lange Einkaufsliste geschrieben, was wir alles an Ersatzteilen jetzt bestellen sollen. Dummerweise war inzwischen jetzt auch Thanksgiving, da hat das alles ein bisschen länger gedauert, aber wir hatten dann echt wirklich mega viel Glück, haben in San Antonio so viele Leute irgendwie kennengelernt und ich glaube, in den ersten Tagen war es dann wirklich so, wir haben so viele Einladungen bekommen, wo wir übernachten können, dass wir dann echt irgendwann schon so in so einer Bedrängnis waren, dass dann Leute sagen, ach, bleib doch länger und wir so, ja, jetzt haben wir aber schon dazu gesagt, dass wir da die nächste Nacht schlafen, vielleicht kommen wir dann nochmal übermorgen zu dir zurück und ja, das war schon wirklich so ein bisschen, dass wir eher so einen emotionalen Stress hatten, den Leuten jetzt abzusagen, weil alle wirklich so freundlich und hilfsbereit waren. Bitte reparieren Sie das Auto, damit wir weg können. Und nee, es war wirklich super. Also auch jetzt, ich habe gestern erst noch mit einer Freundin, die ich da quasi kennengelernt habe, telefoniert, bei der wir dann im Endeffekt auch wirklich fast eine Woche geblieben sind und heute auch noch wirklich guten Kontakt zu haben. Und ja, der Ethan, der hat dann quasi dieses Auto irgendwann angefangen mit Peter zusammen zu reparieren, als wir dann endlich diese Ersatzteile da hatten. Und ja, tatsächlich, also ich glaube, habe ich das Bild da? Genau, haben die das Auto geöffnet und man sieht hier, wenn man das jetzt anschaut, diese Typen in Abilene hatten dann doch nicht ganz so viel Ahnung wie angekündigt, sind halt sämtliche Sicherungen einfach rausgelesen gehabt. Okay. Ja. Also das war schon mal so das erste Problem, dann konnte man zumindest mal wieder die Fenster öffnen und dann haben die noch diesen anderen Fallkasten ausgebaut. Und ja, tatsächlich fuhr das Auto wieder danach. Wir haben es auch versucht, ihn zu bezahlen mit allem, aber er hat partout außer quasi noch einem Mittagessen nichts angenommen und seinem Sixer-Bier. Was aber, finde ich, so besonders schön an der Geschichte ist, und das ist auch dann das Ende meiner Geschichte, ist so ein bisschen so unser persönliches Fazit daraus. Und zwar muss man sagen, unser freundlicher Helfer hatte auch deshalb so viel Zeit zu helfen, weil er gerade arbeitslos war. Er ist eigentlich gelernter Mechaniker. Ist aber aufgrund ein paar unglücklicher Umstände hat er seinen Job verloren gehabt und musste ein paar Monate in die klinische Gardinen und hatte sich in der Zeit quasi eine Handverletzung zugefügt im Knast. Mhm. Und wie das halt in den USA ist, man hat nicht unbedingt eine Krankenversicherung. Sich günstig in Mexiko operieren zu lassen, ging auch nicht. Man hat ja noch Bewährung, darf das Land nicht verlassen. Und ein paar Tage später, nachdem er das gemacht hat, wurde er dann von so einer NGO angerufen, dass sie ihm die Operation finanzieren, damit er wieder in seinem alten Job arbeiten kann. Und ja, das war für uns irgendwie so eine wunderschöne Karma-Geschichte, kann man sagen. Also er repariert uns quasi für einen Apfel und ein Ei das Auto und bekommt diese OP und ja, kann jetzt hoffentlich immer noch in seinem Job, den er eben so gerne mag, wieder Geld verdienen. Ja. Schön. Wir konnten endlich Texas verlassen. Es ging ab Richtung Mexiko und das Abenteuer noch lange weiter. Danke. Ich dachte, jetzt kommen noch 1000. Nein, das ist. Ja, ich kann noch. Du hast noch 18 Millionen andere Länder, ich weiß, aber wir wollen ja auch noch ein bisschen was für Sonntag übrig behalten. Eben. Weil es ist ja so, und das weißt du und das wisst ihr zu Hause auch, dass natürlich beim Travel Slam normalerweise einen Gewinner gibt und der dann am Ende noch einen Bonus erzählen darf. Und ich habe gerade eben noch mal reingeschaut, wer denn mit euch zusammen auf der Bühne stand damals. Und das war ja ein relativ, naja, man muss schon sagen, ziemlich abgefahrenes Line-Up. Ne? Also wir hatten Oman dabei und wir hatten, wie heißt die der? Die Kreuzfahrtstudenten. Christopher David mit dem Kreuzfahrtschiff. Ja, genau. Und deshalb habt ihr am Ende das goldene Travel Scepter nicht in die Höhe halten dürfen, obwohl es tatsächlich drei wahnsinnige Vorträge waren und habt den Bonus gar nicht vortragen können. Was würde uns denn am Sonntag erwarten? Weil jetzt sind wir ja alle Gewinner. Ja, es geht ja von hier aus weiter nach Mexiko, wo auch noch so einiges passiert ist. Und ich kann schon mal verraten, es wird sehr süße Babys geben und auch noch ein bisschen... Ein bisschen Crime. Babys und
Tierbabys und Crime. Also, was will man mehr? Stopp doch mal bitte eben deine Präsentation, dass wir dich noch mal sehen und ich mich ganz herzlich. Ah, da oben. Ja. Ganz, ganz herzlich bei dir bedanken darf, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem Abend, dass du ein Studio eingerichtet hast, einen Globus bereitgestellt hast, eine Landkarte. Und was wir jetzt fast sträflich vernachlässigt haben, ist die Giraffe hinter dir und das Zebra neben dir. Wenn du das vielleicht einfach... Ja, hier, ich habe auch noch mehr. Moment. Kommt noch so einiges. Ja, und mit diesen traumhaften Bildern möchten wir uns verabschieden vom Travel Slam Between the Shows. Svenja Reidelbach, schaut mal drauf. Work Travel Balance ist die Homepage. Und wir zwei sehen uns am Sonntag wieder bei unserer Bonuszeit. Dann gibt es also Tierbabys, Crime. Und wir müssen noch darüber sprechen, wie ihr vom Kreuzfahrthafen Lissabon zum Flughafen gekommen seid. Genau, ich freue mich. Ich mich auch. Also, macht's gut. Bis Sonntag. Tschüss. Bis dann. Tschüss.